Da steht das Pferdchen noch. Gut. Ja gut, Ciris Zimmer kommen wir jetzt nicht weiter. Gut, für die Hexeaufträge sind wir auch noch nicht bereit. Das kann hart werden. Achso. Ja gut, dann können wir das direkt machen. Hätte ja sein können, dass wir hier noch ein paar Aufträge haben, die wir schon erfüllen können. Aber da wir erst Stufe 4 sind. Ach du grüne Nonne, einmal da komplett runter. Könnte das ein bisschen problematisch werden. Aber okay, machen wir uns erstmal auf zu den Ruinen. Da gibt es auf dem Weg. Wir könnten ja außenrum lang. Ich gucke erstmal, welche Richtung wir einschlagen. Bevor ich entscheide, welche extra Aufgaben wir machen. Wir sammeln Schnecken. Ja, sammelt mal weiter Schnecken. Huch. Bin einmal falsch abgebogen. Ich nehme mal an, dass wir hier den. Ja. Dann möchte ich einmal hier hin. Einmal gucken, was es da gibt. Vielleicht können wir da ja schon was erledigen. Ohne gleich gevierteilt zu werden. So. Ein Wasservibe. Und ach, du grüne Nonne. Ich vergaß, dass die. Mit 4 Level höher als wir. Da bist du. Ja, ich glaube, dessen ist er sich nicht ganz bewusst, dass er so hässlich ist. So. Sieht nach Regen aus. Okay. Das hier hätten wir dann schon mal. Da gibt es ein Boot. Ein Boot. Hier ist noch was. Wobei ich glaube, ich meine, dass das. Es könnte sein, dass das noch zart für uns ist. Ich weiß halt nicht mehr, wie weit ich damals gespielt habe. Ich glaube, das hier kenne ich schon nicht mehr. Ich habe es ja leider nie durchgespielt. Aber die Atmosphäre ist der Hammer. Fühlt sich fast an, als wenn man wirklich gerade nass wird.
Warte, sind wir hier schon? Genau. Noch können wir weiterreiten. Halt. Bis zur Gabelung können wir weiterreiten. Einmal nach hier unten. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nirgendwo auf die Fräse kriegen. Absteigen. Immer noch. Oh Gott. Stufe 9. Nee, meine Eier würde ich gerne noch behalten. Das Problem ist, wir machen zwar auch eigentlich ganz gut Schaden, aber die uns auch. Das ist das Problem daran. Mit so einem niedrigen Level. Man kann sie zwar nicht töten. Das ist wohl gar keine Rede. Aber. Ach, komm schon. Jetzt stecken wir fest. Ach, komm schon, Geralt. Jetzt lässt du endlich mal dein Schild fallen. Danke. Oh Gott. Ja, wir müssen da natürlich genau noch stehen. Hat er gerade erst überlegt, ob er tot umfällt? Naja. Die Schwerte brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wäre das mal mit. Dann haben wir auch scheinbar schon alles, was man hier mitnehmen kann. Dann gerne einmal Meditation. So, Schwalbe ist wieder hoch. Und da steht das Pferdchen noch. Heya! Ach komm. Ja, 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 komm, komm. Reite dran vorbei. Das wird doch nichts. Tötet ihn, häutet ihn, werft ihn in den Graben. Wir haben ihn, wir haben ihn. Ich weiß halt nicht, warum er nicht kämpft auf dem Pferd. Aber. Mach dich kalt, da prächtiger Mutant. Alles gut. Das wird schon. Ja, dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Und bis morgen. Danke, dass du dabei warst. Und danke für das leckere Essen. So. Ah, da. Ich dachte, jetzt wäre das Fettchen hier doch weg. Aber es ist doch da. You got your baby. Oh Gott. You got your baby. You got your baby. Der Herzinfarkt muss noch sein, ne?
Ich würde diesen geheimnisvollen Danke Elfen für den Herzinfarkt. Bin gespannt, ob ihr zwei euch verstehen werdet. Ich will ja nicht mit ihm ins Bett. Ich will ihn nur zu Ciri befragen. Na los! Ja, hört's mir nicht. Vella Glan! Gesundheit. Was haben wir denn da alles gekriegt? Das ziehen wir doch mal an. Das ebenfalls. Muss aber nicht repariert werden, oder? Ja, das alles noch nicht. Und wie sieht es mit den Schwertern aus? Nee, auch noch nicht. Nehmen wir das einfach mal. Gut. Weiter geht's. Huch. Ach nee. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Du, mir auch nicht, aber wir haben keine Wahl. Da sind der Trunkene. Fertig. Folge mir. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kayra jetzt ist. Woanders. Hallo, Ertrunkene. Ach, komm, hör auf. Also an das Kampfsystem muss ich mich einfach mal gewöhnen. Das ist jetzt nicht so viel anders, aber schon ein wenig. Oh nö, muss ich wieder tauchen. Ja, muss ich. So ging schneller schwimmen, okay. Schneller Geralt. So. Kann ich in beide Richtungen gehen? Ach, das wird mir hier nicht angezeigt. Okay, schade. Ich weiß, da ist etwas. Ich glaube, wir müssen hier lang. Glaube ich. Noch mehr trinken. Hallo. Ja, ich und ausweichen. Waren das alle? Scheint so. Nee, da ist noch einer. Ja, nur die Frage, wo ist Kayra jetzt? Hier ist wieder so ein... Oh, Wasserweiber. Ist so hässlich.
Aber wenn ich mir jetzt überlege, wie die Monstergestaltung im ersten Teil aussah. Oh, und das jetzt mit dem hier vergleiche. Ist schon geil. Wo müssen wir hin? Keira! Oh, links oder rechts, ne? Da. Da müssen wir hin. Oh, Geralt! Was hat die denn? Ratten? Geralt, tu doch was! Ja. Sie krabbeln aus diesen Löchern! Hier, danke schön, Ratten. Zeichen, wirf Worten, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich wollte gerade sagen. Die sind doch niedlich. Mach sie weg. Okay. Hab ich denn Pumpen? Hab ich. Ja gut, ich habe nicht die richtigen Bomben. Achso. Mit Hilfe. Ah, okay, mit Hilfe von Zeichen. Lila, Gär! Lila! Ja, die haben wir doch nicht rum. Das sind nur Ratten. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie 3 Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Nein. Komm mit mir, dann mach ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Oh, Yen hat's verdient. Na gut, lass uns gehen. Zu Triss bin ich immer nett. Glanz. Stimmt sogar. Valvente, Larena Lunette. Das ist der Elf. Arnert va, Gladif. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Was? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Cirael genannt hat. Schwalbe. Bitte, wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich. Und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Immer den Schwalben folgen. Jo, geht's sofort weiter?
Achso, einmal kurz zwischenspeichern. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Oh, Erscheinungen. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Könnte ich mir tja, hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im echt? Hier war eine Schwalbe? Komm weiter. Achso. Achtung, die Zahl links vom Gesundheitsbalken eines Gegners steht für dessen Stufe. Wenn die Zahl rot ist oder ein Totenkopf angezeigt wird, dann ist der Gegner viel stärker als du. In solchen Fällen solltest du umkehren, dich angemessen ausrüsten und um ein paar Stufen aufsteigen, ehe du gegen diese Gegner antrittst. Ah, ja, okay. Ich hoffe Gott sei Dank nicht auf diese Erscheinung zu. Noch eine. Oh, noch einer. Ja, komm her. Das wird immer rein. Ich will nur dich in den. Ja, genau. Du musst schon hierher kommen. Ich will nicht in einen dieser Pilze rein. Bei meinem Glück ist es mein Untergang. So. Ja, okay. Den Pfeffer nehmen wir mal mit. Das nehmen wir jetzt mal nicht mit. Säule mit der Projektion. Sire, Nico de Soleseria. Sire, Nico de Soleseria. Einzelne Kelpie. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Nach einem Pferd. Vella Glan! Das ist auf jeden Fall Schwall, denke ich mal. Ja. Damit wiederholt man das nur. Das ist so komisch, dass... Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Jetzt weiß ich wenigstens auch, was Kairan ist. Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Na, wollt doch nur mal testen. Ach komm. Meinst du, das ist eine Art Spiel mit dem Verstand? Ich weiß schon, ob man sich selbst besiegen kann und ob man das will. Also ich kann mich nicht selbst besiegen. Doch jetzt. Ich kann deine Zweifel nicht teilen. Ich weiß genau, welche von euch wichtig ist. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Kann ich die jetzt öffnen? Ja. Aua! Komm schon! Sehr schön. Also, wir sollten vielleicht nicht unbedingt falsche Symbole. Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja, und? Stimmt. Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzig gewesen. Na, kommt drauf an. Gut, ich vermute mal... Ach komm.
War sogar die richtige Idee. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Ja, und natürlich, der darf wieder tauchen. Schwimmen, kleiner Geralt, schwimmen. Ist drin noch irgendwas? Nee. Schade. Er hätte ja sein Tempier können. Hier noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Warum redet die plötzlich so schnell? Oder sind sie wieder Ratten? Sie gehen auf. Ja. Huch, nein. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporter hasse. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Meinst du, es ist sicher? Geh einfach durch, Geralt. Sonst wirst du es nie erfahren. Du wirst es nie erfahren, wenn du nicht durchgehst. Es ist ja so still. Oh, oh. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich sehe da vorne was Schemenhaftes. Bedeutet auch wieder nichts Gutes. Ah, ein Golem. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Sie haben nicht erkannt. Eindringlinge zerstören. Okay. Das war weniger sinnvoll. Außer. Ja, wir haben es ja so mit Golems. Ich sag nur Teil 2. Wobei Teil 1 ja auch nicht ganz ohne war mit dem komischen Golem-Sumpf. Wobei der im Vergleich relativ einfach war zum zweiten. Aber auch nur, weil wir da mit Blitzen gekämpft haben. Da? Ich weiß es nicht. Nee, scheinbar nicht. Es wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Ja, natürlich. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorhin. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Ja, die weibliche Intuition, ne? Mit oder? Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Wenn du Ciri. Jetzt wird der Unterton nicht. Was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich. Dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird noch. Ich weiß nicht, ob ich hier hin muss. Oha! Was denn? Wieder dieses Gefühl. Na toll. Wir haben es ja jetzt hier mit irgendwelchen komischen.
sollten auf jeden Fall seinem komischen Säure-Ding da ausweichen. Schau, sie gehen auf! Gehen wir! Bella Glas! Oh, hier mussten wir gar nicht hin. Okay. Haben wir jetzt hier irgendwas Tolles Neues? Nee. Ich kann hier die Igniglyphe kann ich reinpacken. Und die Hose kann ich reinpacken. Der Rest ist jetzt nicht so sonderlich interessant. Nebulieren wir noch ein bisschen Brot. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Da. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Oh, sag das bitte nicht. Jetzt. Noch eine Schwalbe. Schau. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll, das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Bella Glam. Wilde Jagd, definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Wann war die wilde Jagd je zum Plaudern da? Ich glaube kaum, dass sie sagen, oh ja, hi, schön, dass ihr auch da seid. Ehe sie angreifen konnten. Oh Gott, was kommt jetzt? Schaus! Esse, esse. Ta pardona. Nini Hamar. Rein! Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crest-Zwoke ab. Bleib dicht bei mir. Das ist diese Kälte, die uns im ersten Teil verfolgt hat? Fertig. Bleib bei mir. Och nö, wieder so ein Verteidiger, die von... Die Frau. Geralt, was tust du da? Heimdekalar! Wir müssen sie schließen! Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung! Oh nein. Und lass mich raten, ich darf das Ding hier nicht verlassen. Ja, du hast dieses Leben ab. Nicht so ein wirklich gutes Gefühl hier. Ah, schön. Der ist geschlossen. Ach, langsam glaube ich, dass wir es schaffen können. Alter, also, du hast gerade mal ein Ding geschlossen und glaubst jetzt schon, dass wir es schaffen? Bist du irre? Wir haben noch zwei vor uns. Hier so eine Art Busfahrt darstellt.
Oh, da sind die Hundis. Ich möchte mehr meiner Zeichen wirken können. Geralt! Immer dich im Schild bleiben. Okay. Jetzt könntest du sagen, dass wir es zusammen schaffen. Das pinkelt. Kiste, ich möchte an die Kiste. Da kommt jemand, der Wauzis. Kommt. Wie schmeckt dir das? Kommt zu Onkel Geralt. Na komm. Put, 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 put. Jetzt müsst ihr natürlich gleich zu mir hier aufkreuzen. Die Gegner nochmal anvisieren. Nee, das. Nein, nein, nein. Geralt, bitte da wieder rein. Aber ganz schnell. Na, Geralt, bitte ganz schnell da wieder rein. Sehr schön. Hera! Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen. Nein! Ich weiß, wir müssen weiter. Da sind wir nicht so entstellen, die Gute. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Erstmal möchte ich mich umsehen, ja. Ich möchte hier nicht irgendeine Kiste verpassen. Jetzt will noch was drin sein könnte, außer Wasserflaschen. Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Oder gehe ich ganz, ganz stark von aus, dass wir die noch einholen. Kann ich hier drin eigentlich... So, warte, geht die einfacher so. Geht halt nur um die Schwalbe gerade. Die Schwalbe möchte ich jetzt schon haben. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ohne mich hätte er erwartet uns. Huch. Ah. Okay. Dachchen. Du bist stur, Deuner. Geralt, soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Ui!
Möchte ich ausprobieren, wie stark er ist? Nicht schlecht. Okay. Ja, ja, schrei nicht. Er öffnet eine Passage. Bleib ruhig, konzentrier dich. Okay. Und da will ich ja. Hier. Ich würde hier kein Problem darstellen. Problematisch ist, dass er schon wieder volles Leben hat. Ich hasse sowas. Aua. Komm schon. Ja, komm! Weißt du, fehlt noch so ein Mini-Stückchen. Ja, wichtiger wäre erstmal hier zu töten. Wo er hier gleich wieder volles Leben hat. Nein, nein, nein. Komm schon. Ja, haben wir. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Mhm. Ich täusche, sind wir im Labor des Elfen. Mhm. Warte. Charakter. Ah, jetzt können wir hier ein neues Fach da mit reinpacken. Jetzt mache ich erstmal das mit rein. Da war der ja schon eine ganze Weile drauf. Da habe ich schon 3 von 3. Jetzt mache ich einmal